Seid gegrüßt, mein lieber Dizzy und meine lieben Freunde da draußen. Da bin ich wieder, euer Zordan. Ja, hier aus der Hexenwacht mit einer kleinen Zwischenfolge. Es geht auf den Jahreswechsel zu und ich hoffe, ihr werdet alle schön reinrutschen und ein tolles Silvesterfest verbringen. Ich werde meins mit Opa Zeron verbringen dürfen. Na, das ist doch mal was. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und wie dem aufmerksamen Beobachter auffällt, sieht das Lager ein bisschen anders aus. Denn ich habe die Zeit jetzt zwischen Weihnachten und Silvester genutzt, um ein paar kleine Dinge zu machen und mich auf das neue Jahr vorzubereiten. Ich habe nämlich zum Beispiel das Lager erweitert. Um eine weitere Etage, die hier oben ist. Hier oben ist jetzt so der ganze Holzkram. Verschiedenen Baumhölzer, Baumsorten. Und so Sachen wie Zäune. Und hier Holzschüsseln, Stöcke, Truhen, Leitern, Werkbänke, Boote, Fackeln, Karten und so weiter und so fort. Ganze Menge Zeug. Das habe ich jetzt hier alles untergebracht. Das heißt, das alte Holzlager ist aufgelöst worden von mir. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar sollt ihr auswählen, nachdem ich eine Kleinigkeit gegessen habe, was das neue Projekt werden soll. Oh, wartet mal, ich nehme mal ganz kurz. Ich denke mal, ich werde gleich mal eine Runde Essen besorgen gehen. Wo war denn Stroh und so? Das war oben. Stroh. Das ist gar nicht mehr so viel. Naja. Ha, jetzt sieht man Schrödingers Katze auch besser. Hier in der Box. Also, mehrere Projekte möchte ich angehen fürs nächste Jahr. Und ihr sollt auswählen dürfen, mit welchem es losgeht. Und ich zeige euch mal, was uns da alles erwarten könnte. Und zwar, als allererstes natürlich das, was ich schon im Vorfeld angekündigt habe, nämlich den Bau von dem Dorf außerhalb von Hexenwacht. Dort in dem Fjord, was deswegen auch Fjordheim heißen soll. Wir gehen mal hier die Mauer hoch. Bis ganz nach oben. Kriegt man auch einen Drehwurm. Junge, ist mir schlecht. Sobald man oben ankommt. Nein, es geht noch weiter hoch. Ja. Ach, da liegt Schnee drauf, deswegen. So, Fjordheim. Und zwar ist das, da hinten, in die Richtung muss ich laufen. Ganz schön verschneit hier die Mauer. Schaut euch das an. Ja, hier unten ist die Formel-Schweinstrecke. Das ist natürlich auch noch ein Projekt, die Verbesserung der Formel-Schweinstrecke, aber das kann noch ein bisschen warten. Also, da draußen, da unten, sieht man diese Brücke. Und hier vor dieser Brücke, auf diesem ganzen Gelände und dann hier um den Fjord drumherum, das kann man jetzt von da gar nicht erkennen, aber auf der Karte so ein bisschen, das ist das Gelände, auf dem der kleine Vorort Fjordheim entstehen soll. Das ist Projekt Nummer 1, Fjordheim. So, dann drehe ich mich mal um und entsetzt werdet ihr feststellen, hier oben ist ja alles weg. Die Felder, die Bäume und auch noch das Haus der Globetrotter. Warum hat er das denn weggerissen? Das hat er doch erst gebaut. Ja, folgendes ist, die Bauarbeiten für Schloss Hammerson, die haben mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich Opa Zeron ein wunderschönes Haus gebaut und ich habe zwar meine Wohnung oben in der Burg Hexenwacht, aber habe da doch eigentlich nichts Eigenes. Und zwar möchte ich mir tatsächlich hier auf diesem ganzen Gelände meine eigene Burg, Zordans eigene Burg errichten. Sie wird also Bestandteil hier von Hexenwacht werden und oben auf diesem Hügel thronen meine eigene Burg. Das wird sicherlich eine große Nummer. Und an der wird viel zu tun sein. Aber das möchte ich mir auf jeden Fall erfüllen, diesen Wunsch einer eigenen Festung. Einer eigenen Burg für mich alleine. Mit verschiedenen Nebengebäuden, Schmiede, Stall und so weiter. Alles, was ich brauche für diese eigene Burg. Entschuldigung. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Wenn ihr da rüber schaut, seht ihr, ja, das sind keine Grafikfehler. Da oben fehlt die Spitze des Turms.
Hier fehlt dieser Seitenturm. Und da hinten, hä, was ist denn da los? Ja, das ist alles schon ein bisschen erweitert. Das ist nämlich das nächste mögliche Projekt. Und ich laufe dazu einfach mal hier rüber. Auf diese Seite. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Nee, das zeige ich noch nicht. Ich zeige erst noch das andere. Es sind nämlich 4 Auswahlprojekte, die ihr habt, die ihr euch anschauen könnt. Und zwar, ich habe natürlich geguckt, was sind so die Missstände hier in Hexenwacht. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde Nahrungsnachschub besorgen. Ja, ein bisschen. Ist noch da. Füttern wir noch einmal durch. Punkte kann man immer brauchen. Nachwuchs machen hier. Danke, danke. Jawoll. Fein macht ihr das. So, Rüstung ist wieder ganz. Meine Liebesklinge ist auch wieder ganz. Ich hole Level. Und ich glaube auch meine Spitzhacke erneuert sich. Ja, ich habe mir nämlich hier noch ein neues Schwert gemacht aus vielen tollen Büchern. Ich hatte die Liebesklinge. Plünderung, Reparatur, Schwungkraft und so weiter und so fort. Eigentlich ein ziemliches Überschwert. Aber das habe ich mir mal gegönnt. So, sind hier noch Erfahrungspunkte? Ich höre doch immer noch mal welche, dass ich immer noch welche einsammle. Das war nein. Ist hier ein Huhn drin? Oh, das kann sein. So, jetzt muss ich leider die Diebesklinge einsetzen, um wieder ein bisschen grausames Werk zu vollbringen. Ich brauche nämlich Essen. Tut mir leid. Guck doch nicht so. Das tut mir auch leid. So. Ich glaube, das reicht erstmal wieder. Nee, auch nicht. Ist das in einem Kalb? Nein. So, jetzt aber wirklich gut. Ich will hier auch nicht über Gebühr hier rumschnetzeln. Also. Mein Ziel ist es fürs nächste Jahr. Die Hexenwacht soll schöner und auch zweckmäßiger werden. Sie soll wieder ihrem eigentlichen Nutzen entsprechen. Der eigentliche Zweck von Hexenwacht ist ja, eine Festung zu bauen, in die sich im Notfall alle 3 Elbenländer zurückziehen können, wenn die Städte angegriffen werden sollten, zum Beispiel. Dann soll die Hexenwacht eine Rückzugsstätte für alle bieten können. Also alle 3 Elbenländer sollen in den Mauern der Hexenwacht unterkommen können. Deswegen habe ich schon Wohnungen gebaut, ich habe im Hafen ja Anlagen für Flüchtlinge gebaut, Notversorgung und so weiter und so fort. Das hier ist das Haus für die Botenreiter, die dann ausreiten können und kundschaften können. Da werden die Drachenreiter ausgebildet. Und hier hinter diesen stabilen Mauern sollen alle Schutz finden können. So. Und ja, das hat jetzt erstmal direkt gar nichts damit zu tun. Dann habe ich nämlich festgestellt, dass hier total viele Leute rumhängen. Also jetzt sind das gar nicht mehr so viele, offensichtlich. Zumindest sieht es danach aus. Oh, hier ist ein Bett, wie praktisch. Genau, das hatte ich hier hingestellt. Und das gleiche da oben in dieser alten Kapelle. Das war ja eins der ersten Bauwerke, die entstanden sind. Und Mensch, da tummeln sich die Leute drin, dass da überhaupt kein Platz mehr ist. Und ich habe mir überlegt, wir brauchen auf jeden Fall noch zusätzlichen Wohnraum. Und da möchte ich nämlich hier, noch so ein bisschen vor die Stadtmauer, neben dem Moorbrücker Hof, eine Art Hochhaus bauen, in die Leute unterkommen können, was dann so eine Verbindung dazu hat. Das muss natürlich so abgesichert sein, dass es im Notfall abgeschottet werden kann und sozusagen als Teil der Festungsanlage dient. Also das soll hier hochgehen, dafür sorgen, dass hier nicht mehr so viele Leute wild rumspringen und gleichzeitig eine Verbindung nach da oben haben, dass da ganz viele Leute noch drin unterkommen können. Also ein großes Wohnhaus. Und dann soll die jetzige Burghexenwacht nämlich umfunktioniert werden. Denn, wie gesagt, im Ernstfall soll die Hexenwacht ja als Notunterkunft dienen und sozusagen die Notregierung
ermöglichen. Also, dass die Regierungsgeschäfte. Hier, ganz voll. Voll die Kirche. War schon mal voller. Oder wirkte voller, als hier noch alles voll gebaut war. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Platz geschaffen. Notunterkunft, wie gesagt. Wo war ich? Genau, jetzt wollte ich erklären, was ich hier vorhabe. Und zwar soll aus der bisherigen Burg Hexenwacht eine Art, naja, ein weißes Haus werden, ein Regierungspalast. Wie könnte man es noch nennen? Eine Art Hunsgraber oder Dreielbenlandtag. Ja, das Landtagsgebäude vom Dreielbenland sozusagen werden. Nicht, dass das jetzt quasi irgendwie Hunsgraber Regierungsgebäude ersetzen soll, um Gottes Willen. Die Regierungsgeschäfte in Hunsgrab laufen fürs Dreielbenland wahrscheinlich vom Dreielbenlandpalast aus und für die Stadt selber natürlich von Operations Bürgermeistervilla. Aber wie gesagt, wenn alles Land da hinten irgendwie in Gefahr wäre und bedroht wäre und alle müssten sich hierher auf den Festungsberg der Hexenwacht zurückziehen, dann soll das Gebäude ermöglichen, dass die Regierung für das Land noch aufrechterhalten werden kann. Das heißt, statt der bisherigen schönen Burg mit dem Saal für den Heldenrat machen wir ein Gebäude, wo auch entsprechend Büros drin unterkommen können für alle sozusagen Regierungsbüros für die einzelnen Städte, die sich darum kümmern sollen. Wir haben ja im Hafen schon so ein kleines Regierungsbüro, das ist aber eigentlich als Registratur für ankommende Flüchtlinge gedacht. Und hier oben sollen dann Büros für die einzelnen Städte des Reiches entstehen und ein großer Heldenratsaal natürlich trotzdem weiterhin. Und deswegen muss das ganze Gebäude erweitert werden. Achso, und oben im Turm soll dann die Mojang-Kapelle hinein. Und deswegen habe ich hier schon mal angefangen, das Dach zu erweitern und auch das Gebälk. Aber ich bin noch nicht ganz fertig, deswegen habe ich Holz mit. Um euch das mal zu zeigen, wie groß das Gebäude dann wird. Das heißt, wir werden dieses gesamte Burggebäude noch um diesen ganzen Teil, wie man ihn da jetzt sieht, erweitern. Und innen drin komplett neu aufteilen. Die gesamten Räume, wie sie jetzt entstehen, werden nochmal aufgemacht und alles wird neu aufgeteilt. Und soll dann eben sozusagen ein Landtag für das Dreielbenland sein und als Notregierungsgebäude dienen. Das ist also nicht ständig aktiv, sondern nur im Notfall wird es halt aktiviert. Kommt hier ein schönes Tor davor und hier kommt man dann rein und kann dann auch Treppen benutzen, weil es jetzt alles unausgeleuchtet ist. Da entstehen hier viele Monster. Dementsprechend wird natürlich hier auch der Berg, wenn man so will, künstlich neu geschaffen, um diese Burg zu tragen und zu einer uneinnehmbaren Festung zu machen. Und natürlich werden die Räume groß genug, dass auch, wenn alle Stricke reißen, da dann auch nochmal Leute von der unteren Festungsanlage in diese Festungsanlage flüchten können. Wir haben ja da als Vorbild schon die große Burg Schädelstein, aber die habe ich ja nicht gebaut, sondern die ist ja aus dem Sumpf aufgetaucht. Und jetzt will ich halt hier nochmal vernünftig dementsprechend etwas bauen. Wir haben also einen Regierungspalast, also den Hunsgraber Landtag. Oder den Dreielbenlandtag, den wir bauen müssen mit Mojang-Kapelle. Wir haben ein großes Haus für Bewohner. Großes Wohnhaus. Wir haben draußen das Dorf Fjordheim, was jetzt vielleicht nicht ganz so eilig ist. Weil ja doch hier einiges zu tun ist. Und dann natürlich mein eigenes Prestige-Objekt, meine eigene Burg da oben auf dem Berg. Also das ist dann wirklich für mich. Während hier alles andere, was ich hier gebaut habe, hauptsächlich für Zeron und Hunsgrab ist und für die Hunsgraber Bürger, soll das dann wirklich meins sein, mein Gebäude. Ja, und um zum Pudels Kern zu kommen, also wie gesagt, ne, alles was jetzt bisher Burgteile waren, ist da jetzt schon weg und meine Wohnung kommt dann da oben auch raus, also ich werde dann da nicht mehr wohnen, sondern ziehe dann halt wirklich hier rüber zur Burg. Zu Zordans Burg Kragenhort zum Beispiel. Wird sie vielleicht dann heißen oder so, das werden wir dann sehen. Aber ihr sollt jetzt auf jeden Fall, um jetzt mal endlich zum Punkt zu kommen, ihr sollt jetzt entscheiden, womit soll ich anfangen? Womit soll ich anfangen? Jetzt habe ich mal ein Spinnenauge gegessen, einfach nur, um zu zeigen, dass man das kann. Und das ist echt widerlich.
Ihr sollt ja, hier ist übrigens eine Katze. Ihr sollt entscheiden. Jetzt muss ich erstmal gucken, sind hier noch Zombies oder sowas? Weil hier stehen. Das ist hier der Saal der Helden. Hier habe ich nun schon eine Wand rausgenommen. Und so war er bisher. Der wird entweder komplett erweitert werden und dadurch größer werden. Aber wahrscheinlich wird es eher so sein, denn das kommt ja hier auch noch rein. Also wahrscheinlich wird es eher so sein, dass der Saal der Helden so bleibt, wie er ist. Und hier neben dann zum Beispiel eine sehr große Karte des Dreielbenlandes dann reinkommt. Und sozusagen das, was das Haus der Globetrotter war, was da oben auf dem jetzigen Burgberg stand, das wird dann komplett hier untergebracht werden. Also ein Informationszentrum auch über die Welt und alle Landen. Also das, was das Haus der Globetrotter war, das entsteht natürlich wieder, das bleibt nicht, ist jetzt nicht abgerissen und das Konzept ist verworfen, sondern das wird einfach hier mit drin untergebracht, in diesem großen Regierungsgebäude. Ja, so. Jetzt habe ich ganz viel gelabert und hier nochmal zwei Balken gesetzt. Und nun gilt es für euch halt abzustimmen. Womit soll ich loslegen? Soll ich hier zuerst arbeiten? Soll ich doch erst nach Fjordheim gehen und da bauen? Das kann dann auch eine Weile dauern, ne, da hinten. Oder soll ich mit meiner eigenen Burg anfangen? Oder erstmal mit dem Wohnhaus, was da draußen für die Bürger entstehen soll? Ihr könnt abstimmen und das Projekt, was die meisten Stimmen bekommt, sozusagen in den Kommentaren, damit werde ich dann als erstes im neuen Jahr loslegen. Auf jeden Fall habe ich damit, denke ich mal, genug Projekte, neben einigen Abenteuern, die bestimmt noch kommen werden. Ich muss Zerun ja noch sein Geschenk vorführen. Wir werden sicherlich wieder gegen den Drachen kämpfen, endgültig jetzt dieses Mal. All solche Sachen passieren natürlich auch noch alle. Aber auf jeden Fall sind wir dann jetzt schon mal so weit mit allem Planungstechnischen durch. Und haben schon mal einiges fürs neue Jahr dann zu bieten. Und dann kommt es halt drauf an, was jetzt, ja, womit wir dann als erstes anfangen. Aber ich denke mal, auf jeden Fall, damit sind wir dann schon fast auch dann komplett mit dem Jahr durch, wenn ich das alles umgesetzt habe. So, super. Stütz- und Halter. Balken. War das immer so komisch versetzt mit dem Dach? Naja, muss ja. Kann sich aber durch die Verschiebung jetzt so ergeben haben. Ist das nicht symmetrisch? Das ist überhaupt nicht symmetrisch. Ich muss da viel weiter rüber kommen jetzt. Oder habe ich das schlicht falsch gemacht? Das könnte ja auch sein, dass ich einfach viel zu weit von hier gekommen bin. Ja. Naja, das sieht jetzt ein bisschen windschief aus, aber das wird sich dann alles in den Bauarbeiten ergeben. Also, liebe Freunde, das war mein kleiner Zwischenstand für euch erstmal. Und richtig weiter geht's dann wieder im neuen Jahr. Ja, das ist auch krumm und schief. Das passt ja so überhaupt nicht. Das hier sind dann... Ich muss doch von hier aus kommen, oder? Das Ganze noch ein ganzes Stück hier rüberbringen. Aber ich dachte, das mit dem Innengebälk stimmt so. Naja, dann erstmal bauen und dann schauen. Ja, das war mein kleiner... Jetzt war wirklich... Das war jetzt mein kleiner Zwischenbericht. Ich nehme mal hier den... Ah, da unten ist ein... Warte, den holen wir uns. Zack! Ich habe nicht meine guten Schuhe an. Du kannst mir gar nichts. Du wärst recht nicht. Komm, mehr du. Himmel, Arsch und Zwirn. So. Wieder ein paar illegale Monster-Eindringlinge hier vertrieben. Gut, Freunde. Also, ihr habt die Wahl. Was soll passieren? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein schönes Silvester feiern. Mit Freunden, Familien, wie auch immer. Und, ja, wir sehen uns dann demnächst hier wieder in diesem Theater, wenn ich dann verkünde, welches Projekt gewonnen hat und womit wir anfangen. Also wie gesagt, Bürgerhaus da unten, Landtag da oben, meine Burg da oder das Dörfchen Fjordheim vor der Küste. Hier wird es gleich dunkel werden, ich sortiere hier nochmal kurz die restlichen gammligen Spinnenaugen. Ein Alchemiker waren hier, Zombie waren da, wunderbar. Das Holz kommt nach oben, aber erstmal gehe ich nach schlafen. Hallo Dizzy, da bin ich mal wieder. Lass uns mal kuscheln hier. Ja, fein. Feine Katze, fein. So, fertig.
Ah, ich bin inzwischen auch alleine. Vorhin war noch der Gärtnermeister da. Ja. Lasst es mich wissen, lasst die Tasten glühen. Ich bin schon gespannt, worauf ihr als erstes Lust habt. Ich habe auf alle Projekte Lust, keine Frage. Und bin insofern einfach mal auf eure Stimme gespannt. Liebe Freunde, das war's von hier. Vom etwas aufgehübschten Zentrallager der Hexenmacht. Und ja, lasst es uns angehen, meine Freunde. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, einen guten Rutsch. Habt viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss.